Der Anleihemarkt hatte im ersten Quartal viele negative Nachrichten zu verkraften. Und so spricht manch Börsianer bereits von einem sogenannten perfekten Sturm. Angesichts der enormen Inflationsraten haben US-Staatsanleihen enorm an Boden verloren. Und auch Unternehmensanleihen hoher Bonität mit ihren mittlerweile langen Laufzeiten haben deutlich nachgegeben. Reden wir über die Anleihen im Allgemeinen und über High Yields im Besonderen mit Michael Gollitz, erst Portfolio Advisor des Ovid Infrastructure High Yield Income Fonds. Herzlich willkommen an der Börse, Herr Gollitz. Herzlichen Dank. Ja, wie hat sich denn das High Yield Segment generell in diesem Umfeld geschlagen und im Besonderen, wie ging es Ihrem Fonds? Nun, Herr Franek, wir müssen sagen, mit unserer Strategie sind wir eigentlich sehr gut durchgekommen, trotz dieser Kombination aus Inflation, aus Konjunktursorgen, aus Corona-Pandemie und letztendlich natürlich auch insbesondere dem Ukraine-Krieg. Und wir haben uns, was ja viele Anleiheinvestoren doch als Benchmark nehmen, die von Ihnen schon angesprochenen US Treasuries, also Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, deutlich geschlagen. Aber auch globale High-Yield-Portfolios und ganz, ganz besonders auch Unternehmensanleihen mit Top-Bonität. Da hat sich der defensive Charakter von Infrastruktur mal wieder bewährt. Große Rückschläge bei Anleihen sind ja gleichbedeutend mit höheren Einstiegsrenditen. Wie sehen diese speziell am High-Yield-Markt aus, also die Renditen? Und wie hoch ist der Aufschlag gegenüber Staatsanleihen? Nein, also das ist sehr, sehr auffällig. Wir haben inzwischen Renditeaufschläge und auch Renditen insgesamt, die wir lange, lange nicht mehr gesehen haben. Das ist natürlich durchaus auch dadurch diese Risk-Off-Stimmung an den Märkten gerechtfertigt, aber auch durch das hohe Investitionsvolumen, was bei vielen Unternehmen jetzt auch ansteht. Wir sehen momentan im Portfolio eine laufende Rendite von fast 8%. Das heißt also, wir sind im Rahmen der Ertragserwartungen internationaler Aktienanlagen. In Europa sind wir bei etwa 5,9 bis 6% in unserem Segment, was also heißt, wir haben hier Aufschläge, die um die 450 Basispunkte in Europa liegen, in USA und Asien noch deutlich höher. Und wir fühlen uns weiterhin wohl mit dieser Mischung aus Asien und Europa. Gesteigerte Renditen können allerdings auch ein Indikator dafür sein, dass man mehr Zahlungsausfälle oder ein höheres Risiko zumindest einpreist, Herr Gollitz. Ist das auch diesmal der Fall oder sind es wirklich die Sorgen um eine Ausweitung beispielsweise des Russland-Ukraine-Krieges, die dann insgesamt zu einer defensiveren Positionierung des Gesamtmarktes führt? Also ich glaube, es ist insgesamt einmal die Sorgen um die Ukraine-Krise sind, eine potenzielle Ausweitung. Was macht die NATO? Ja, das, was wir ja jeden Tag in den Nachrichten hören und in den Talkshows. Insgesamt ist es aber in der Tat so, dass die Ausfallraten dabei sind, weiter zu sinken. Und das auch auf lange Sicht. Grund hierfür wird im Wesentlichen sein, dass das Niedrigzinsumfeld, das wir viele Jahre hatten, Unternehmen genutzt haben, um sich vernünftig zu refinanzieren, sich vernünftig durchzufinanzieren. Von daher haben wir hier wenig Angst, sondern sehen hier eigentlich eine tolle Chance, einen Einstieg in dieses Segment zu finden. Dann machen Sie es konkret zum Abschluss dieses Gespräches. Wie stellen Sie sich jetzt auf mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate? Also wir sind, was die Positionierung betrifft, gar nicht so viel anders. Wir wollen diesen breiten Mix an Sektoren beibehalten. Wir sind, was die Anzahl von Emissionen betrifft, also von Anleihen betrifft, die wir im Portfolio haben, noch mal breiter geworden im Sinne der Risikostreuung. Und Infrastruktur per se ist ein defensiver Sektor. Und mit dem fühlen wir uns sehr, sehr wohl und können nur jeden einladen, dieses attraktive Niveau nun zu nutzen, um auch in dieses Segment wieder zu investieren. Und vielleicht auch ganz wichtig zum Schluss für die Investoren, wir haben keinerlei Russland- oder Ukraine-Risiken im Portfolio. Wichtiger Punkt, dass wir den noch erwähnt haben, das war Michael Gollitz von Ovid, hat über Infrastrukturanleihen im High-Yield-Bereich gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch, alles Gute für Sie. Ich danke Ihnen, Herr Branek, danke.